Wenn es regnet und zugleich die Sonne scheint, dann entsteht solch ein wunderschöner Regenbogen. Das wissen viele. Was aber nicht so bekannt ist, in den Sommermonaten ist die Beobachtung eines Regenbogens zur Mittagszeit unmöglich. Warum ist das so? Dazu eine stark vereinfachte Grafik. Aufgrund von Brechungsgesetzen muss der Winkel zwischen dem Regenbogen und dem sogenannten Sonnengegenpunkt 42 Grad betragen. Der Sonnengegenpunkt liegt auf der Verlängerung der Linie Sonne-Beobachter unterhalb des Regenbogenscheitels. Wenn nun im Sommer die Sonne recht hoch steigt, so wird der Regenbogen immer kleiner. Der Hauptteil verschwindet sozusagen unter der Erde. Wenn die Sonne höher als 42 Grad steht, dann versinkt der Regenbogen sozusagen komplett im Erdboden und ist nicht mehr sichtbar. Bei dieser Grafik ist die Entwicklung des Sonnenhöchststandes im Verlauf eines Jahres aufgetragen. Zu erkennen ist, dass der kritische Winkel von 42 Grad, hier anhand der roten Linie markiert, von Ende März bis Ende September überschritten wird. Also zur Mittagszeit kein Regenbogen möglich ist. Im Juni steht die Sonne sogar mehr als 65 Grad über den Horizont. Kann dann also überhaupt noch ein Regenbogen beobachtet werden? Dazu eine Grafik mit der Entwicklung des Sonnenstandes an einem Tag, hier am Beispiel 11.06.2011. Zu sehen ist, dass zwischen 10 und 16.30 Uhr die Sonne zu hoch steht. Nur morgens vor 10 und abends nach halb 5 kann im Juni also überhaupt ein Regenbogen gesichtet werden.